Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot Edition. Im letzten Part haben wir das Syscope-Gebäude erreicht bzw. erkundet, haben den Türöffner bekommen und nun werden wir schauen, wie es hier weiter vorangeht. Ich habe absolut keine Ahnung, weil ich über Weihnachten nicht gespielt habe mehr. Und eigentlich wollte ich dieses Jahr gar nicht mehr großartig noch was machen. Mich erst im nächsten Jahr wieder so ein bisschen drauf stürzen, aber naja, es muss ja passieren und wir müssen ja noch was machen. Und naja, alles gut. Alles wird gut, ne? Du. Oh, warte mal, war nicht, dass wir so ein bisschen. Oh ja, Stimmt, da war ja was. Okay. Ach du Scheiße, jetzt fängt ja schon als weiter mit. Schlitz. Hypnose. Nein. Wow. Immer dasselbe mit den Viechern hier. Aussetzer. Donnerstock. Stand sauer nicht. Slimer. Kriegen wir auch hin. Oh. Der dürfte kein Problem sein. Nochmal ein Sternschauer. Die Sache ist, wir können Carpador, glaube ich, nicht wiederbeleben, weil wir keine Heiler haben. Also keine Heilung. Und das könnte ein dezentes Problem werden für uns. Aber mal sehen. Bin zuversichtlich. Also. Ich hoffe, es funktioniert alles, wie ich es mir vorstelle. Denn so ein bisschen Bedenken habe ich tatsächlich schon. Stern Tower! Wir haben gesehen, wir haben schon blau gesehen im letzten Part. Towns haben wir nicht hingetraut. War vielleicht doch besser so. Denn, tja, blau könnte ein bisschen eklig werden. Vor allem dadurch, dass wir nicht heilen können. Und, naja. Bingo! Türöffner hat die Tür öffnet. Entriegelt, was er gesagt. So, hier ist niemand, bis außer die Frau hier. Du siehst müde aus. Komm, ruh dich kurz aus. Oh, schöne Gratisheilung. Gib nicht auf. Niemals. Mit der Power der Heilung werde ich bestimmt jetzt nicht aufgeben. Fühl mich stärker denn je. Meine Brüder rächen mich. Naja, deine Brüder sind aber auch schon besiegt worden von mir. Ich weiß ja nicht, ob die mich rächen. So, hier haben wir noch einen Forscher. Okay, der gibt uns hier noch einen Tipp in die Schwachstellen. Oh. Hier waren wir auch schon. Überlegen, wo wir noch nicht waren. Oh, hier waren wir noch nicht. Was? Hä? Wait. Aber wo der Typ da ist, da gab es doch den Türöffner, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. War ich echt so dumm? Level 36, sehr schön. Das ist eine Sache, eine gute Sache hier. Ja, aber mal sehen. Hm.
Pokémon dauert noch ein bisschen. Oh, aber bei Final Fantasy bin ich sogar fast durch. Das heißt, wir fangen dann auch mit dem nächsten RPG demnächst an. Aber gut, ich habe jetzt am Wochenende gab es jetzt zum Beispiel, glaube ich, keinen. Am Sonntag gab es, glaube ich, keinen Final Fantasy jetzt. Weil ich eigentlich theoretisch noch eine Folge aufnehmen hätte müssen. Kam ich aber nicht dazu, den ganzen Feiertagen. Deswegen entschuldige ich dies. Ich glaube, dass ich das aber auch diese Woche ein paar Ausfälle geben wird. Weil ich es zeitlich einfach nicht schaffe. Ich nehme auch irgendwie die drei Tage so ein bisschen mehr als. Ups, what the fuck? Was war das denn gerade? Oh. Ah. Hab ich denn jetzt Beschleunigungstaste genommen? Okay. Sehr interessant. Wusste ich jetzt nicht, ob ich den auch jetzt. Ich hab mir doch alle schon geredet, oder? Warte mal. Den haben wir besiegt. Aber den haben wir nicht besiegt, den Forscher. Sind wir schon in dem Portal gewesen? Mit Sicherheit, oder? Muss ich echt mal gucken. Ja. Okay, interessant. Also hier geht's nicht lang. Ah, sorry für das Gift. Ich habe ja nichts zum Gegenheilen. Okay, hier können wir noch unseren Item abgreifen. Protein, naja, nichts Berauschendes, aber ich nehme es trotzdem gerne. Hier ist es trotzdem gerne, na, nehme ich. Oh, hier müssen wir kurz rein. Beziehungsweise, weil ich hier nur den Umweg gehen möchte. Aber wo ging es jetzt weiter? Also ich glaube, ich gehe tatsächlich die Treppe. Kein Drecksau. Oh Mann, ey. Warum steht der auch da? So, ich glaube, ich werde die Treppe wieder hochgehen, weil einen anderen Anhaltspunkt habe ich gerade nicht. Und deswegen werden wir. Warum war es jetzt der Aufgang? Okay, hier geht's noch rein. Bingo! Türöffner hat sich geentriegelt. Also, die Tür hat sich entriegelt. Okay, hier finden wir noch ein Item. Sehr schön. TM3. Okay. Nehme ich gerne an mich. TMs sind immer gut. Haben wir schon gegen ihn gekämpft? Nein, haben wir noch nicht. Sehr schön. Okay. Aber ich glaube, wir sind kommen langsam dem Gebäude zum Ende. So, also langsam erreichen wir das Ende. Und dann. Oh, der hat aber auch schon ordentlich gelitten hier. Der Kollege. Das Carpados. Also, das sollte eigentlich alles machbar sein noch. Schon wieder müde, ey. Eigentlich hätte ich ins Bett gehen sollen. Nein, möchte ich nicht. So ein Dama kriegen wir auch noch mit Surfer tot. Alles easy peasy. I guess. So, schön. So, hier haben wir noch einen Teleporter, den wir nicht benutzt haben. Okay, und es ist der Teleporter. Nice to know. Ist diesen Teleporter aber auch schon aktiviert. Und hier gab es auch jetzt keinen keinen Gang mehr. War alles dicht. Mal gucken. Ja, sieht gut aus. Ah, guck mal, hier sehen wir sogar schon blau. Also von dem Ort aus. Okay. Kommen wir da aber auch so manuell hin, oder? Ja, Carpados wurde besiegt. Haben wir noch einen Kleber? Ja, sehr schön. Hypertrank haben wir noch. Naja, nehmen wir den. Nützt alles nichts. So. Hier kommen wir auch noch mal rein.
Das wäre es tatsächlich, wenn die Pokémon übernommen werden würden. Das Team Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon erfangen kann. Scheint so. Wir wollen hinter das Geheimnis kommen. Wir wollen wahrscheinlich ihre eigenen Pokébälle kredenzen und dadurch die Macht erlangen. Doch dies muss verhindert werden. Hab ich jetzt? Warte mal. Hab ich auch schon gefightet? Okay. Sorry für den so ein bisschen planlos rumdackel. Aber hoffe, man kann es verstehen. Ich merke mir das halt leider nicht wirklich. Aber ich versuche mein Bestes, da so ein bisschen hinter das Geheimnis zu kommen. Ich habe das Gefühl, wir müssen einen bestimmten Teleporter, eine bestimmte Treppe nehmen, um weiterzukommen. Wie zum Beispiel diese hier. Wobei, warte mal. Wo ist dann blau? Wait. Gibt es hier zwei Möglichkeiten? Also gibt es hier zwei verschiedene Wege? Weil da muss ich noch gucken, wo ich blau finde. Ja, du musst definitiv gucken. Moment. Kann es ja nicht heißen. Weil normalerweise, aber der Boss scheint auch da zu sein. Das heißt, wenn wir jetzt weitergehen, landen wir wahrscheinlich beim Boss. So, aber warum, wo ist blau dann? Weil blau haben wir auch random irgendwo gesehen. Der war halt auch irgendwo im Gebäude drin. Also irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Und es ist blau. Es ist halt der Sprite von blau. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass er war. Weil der sieht halt ein bisschen anders aus, der Sprite von ihm. Deswegen. Aber wir haben doch, glaube ich, da aufgehört, wo blau war. Das heißt, wir werden noch ins Gebäude, wo blau war, nochmal hingehen, bevor wir hier reingehen. So, um zum Team Rocket Boss zu kommen, müssen wir eigentlich nur die Treppen hochlaufen. Okay. Das macht alles etwas einfacher. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz zurückgehen. Wir gucken, dass ich blau finde, weil bringt ja nichts. So, das heißt, wir müssen noch eins tiefer. Noch eins tiefer. Noch eins tiefer. Ganz tiefer. Irgendwo muss er doch sein. Warte mal. Da. Dann werden wir den Teleporter hier nehmen. Weil hier irgendwo muss ein Teleporter sein, der uns dorthin führt, wo ich hin möchte. Soweit ich es jetzt mitbekommen habe. Ob ich jetzt komplett falsch. Mein Charakter wollte gerade nicht noch. Hier waren wir doch auch. Dann laufen wir erstmal zu dem. Irgendwo muss er doch sein, die kleine Meerrettichsau. Ich glaube, hier war er. Hier. Ich glaube, das ist der Teleporter zu blau. Safe? Safe. Da. Was hat sich aufgehalten, Sakura? Nichts. Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat hier ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Safrona City gesehen und mich gefragt, ob du seither besser geworden bist. Tja. Erneut ein random Fight von Blau. Na gut. Also irgendwie machen die Fights von Blau überhaupt keinen Sinn. Also jetzt mal ohne Spaß. Also irgendwie... Irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht. Das steht fest. Boah, Gott, fängt jetzt schon an mit dem Scheiß. Jetzt fängt er schon an, mir so auf den Sack zu gehen mit seinem ekligen Sandwirbel. Not. Soll er mal machen. So, Owei. Da können wir tatsächlich Hotdog einsetzen. Weil Owei ist Pflanze. Das sind sogar Pflanze Psycho. Und Hotdog. Braucht noch ein paar Trainingseinheiten. Okay. Stachelspore. Ging daneben, sehr schön.
Auch wenn Charge Pro nicht unbedingt was bringen wird. Wenn der Effekt einfach so gut aussieht. Weil ich dachte, würde mich nur paralysieren und meine physischen Angriff senken. Nee, gar nicht wahr. Meine Initiative. Garados. Möchtest du das Problem wechseln? Ja, möchte ich. Da möchte ich tatsächlich zu Pikachu. Denn mit Donnerschlag sollte ich jetzt schon ganz gut Damage machen. Den Garados, da Garados Wasserflug ist. Vielfach effektiv. Und damit kein wirkliches Problem für uns. Klar, mit Drachenwut macht er uns ordentlich Damage. Aber eine zweite Drachenwut sollten wir definitiv aushalten. Okay, er greift Biss an. Nicht dumm. Oh. Oh, ja. Wir brauchen echt irgendwann mal einen Raichu. Ein Simsala. Das kann jetzt echt ekelhaft werden. Ja, möchte ich auch. Den Detlef haben wir hier auch noch am Start. Detlef werden wir definitiv auch die nächste Arena nehmen. Denn Detlef sollte da ordentlich punkten können. Hoffe ich zumindest. Pommy Simsala ist trotz allem schneller und hat eine sehr starke physische, eine spezielle Angriffswert. Das war's mit ihm. So, und damit haben wir auch nicht mehr so viel über. Da ich das Unlicht noch früher noch nicht reinkam, müssen wir jetzt mit physischem Normal-Damage punkten können. Sagt Unlicht kam, glaube ich, erst ab der zweiten oder dritten Generation. Ist halt jetzt noch normal. Ja, Psycho ist schon ekelhaft. Vom selbst mein Garados echt viel Schaden bekommt. Und ich vom... Danke. Ich wollte gerade sagen, vom Biss-Damage nicht wirklich beeindruckt bin. Aber ich glaube, es lag an einem Reflektor. Der noch dann war. Glurak. Möchte das Pokémon wechseln? Ja. Nein. Warte mal. Möchte ich es wechseln? Eigentlich ja. Aber ich glaube, ich versuche mit Kapados und Surfer zu punkten. In der Hoffnung, dass er das zeitliche segnet. Der Glurak ist schon Level 40. Der dürfte einen definitiv überleben. Ja. Oh, aber ich bin schneller, sehr schön, sehr gut. Das war's mit Blau. Sein stärkstes Pokémon, Glurak, wurde besiegt. Mann, du bist zu gut, dass ich gegen den Team. Was? Dass du gegen den Team Rocket Boss antreten kannst. Tja, das ist mein Ziel. Also, Sakuro, ich ziehe da mal weiter. Wenn ich in den Pokédex sehe. Erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zum Pokémon Liga gehen. Und dann werde ich die Top 4 aussuchen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Sakuro. Und trainiere schön weiter. Ciao. Ja, blau, blau, blau. Du, blau, blau. Du bist kein Rocket, kommst du uns zu retten? Klasse! Vielen Dank, nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Lapras, what the f... nein. Das heißt, Lapras ist sehr intelligent. Das hat bisher bei uns im Labor gelebt. Aber ich bin dir es... Bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst aber sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. What the fuck? Wir kriegen einfach mal einen Lapras? That sounds dumb. Okay, ich meine, ich finde es okay. Eigentlich ziemlich cool, dass man Lapras bekommt. Aber das ist ein bisschen sehr, sehr, sehr random. To be honest. Aber gut. Das Lapras nehme ich gerne. Zwar wird es in meinem Team... glaube ich, keinen großen Platz finden, wobei ich mir nicht sicher bin, aber wir haben halt Garados. Und dadurch, dass wir Garados haben, macht halt einen Lapras dann auch keinen Sinn mehr. Weil Lapras kann das gleiche, was Garados kann. Wasserattacken? Eisattacken. Ja, klar, Lapras kriegt noch durch Step, weil Lapras Wasser-Eis ist, soweit ich weiß. Aber, ja. Irgendwie... weiß ich nicht. Nicht mein...
nicht das, was ich haben wollen würde. Also wir haben letztes Mal schon überlegt, ob wir uns einen Quappo fangen. Haben uns dann doch gegen entschieden. Aber, naja, gut. Aber mal sehen, ne, Sirks? Mal sehen. So, dann wollen wir mal. Da wartet er schon. Erneut ist es Giovanni, der uns willkommen heißen möchte. Ah, Sakura. So trifft man sich wieder. Ich fürchte äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich, aus ein für alles, allemal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Ja, Giovanni ist persönlich. Trau dich nur, Giovanni. Ich habe dich schon mal besiegt. Und ich werde es definitiv ein zweites Mal tun. Nidorino schickt er zuerst. Oh, sehr schön. Gerade so lebt noch. Vielleicht kriegen wir sogar das Nidorino mit. Ah! Okay, Nidorino kriegen wir tot. Sehr schön. Kangama. Ah, vielleicht nicht dumm. Ich setze mal Flower rein. Kangama doch ein sehr zähes Pokémon werden kann. Und ich werde vielleicht versuchen mit Giftpuder und Egelsamen ist ein bisschen zu perma. Zu. Halt schon. Ist zu. Ist dauerhaft zu schaden. Egelsamen dazu gleich. Und dann. Schön. Mit viel Geduld. Der Kangama ist ziemlich zähes Pokémon, weil es einfach gut was aushalten kann. Wir haben auch leider keine Kampfattacken, damit wir den Kampf für uns entscheiden könnten, leichter gegen Kangama. Aber ja, wie man sieht, Rasierblatt regelt hier auch. Schön, 38. Wir kommen langsam in die 40er. Rihorn, na gut. Da bleiben wir doch bei Flower gleich. Und versuchen es mit Megasauger. Ah, sehr schön. Ge-one-shotted. Und selbst geheilt. Komplett. Und Nidoqueen. Oh, sein stärkstes Pokémon holt er raus. Nein, wir bleiben drinnen. 41. Oh. Attacke ging daneben. Mega-Block setzt er ein. Also gar nicht, was Megablock bringt. Oh, nicht sehr effektiv. Das war... davon ging ich aus. Wir versuchen es mit Alfredo. Denn nun ist es ein Tau-Boss und soll diesen Kampf doch für sich entscheiden können. Ach, natürlich. Permanent vergiftet. Na klar doch. Sofort die Vergiftung reinbekommen. Oh Mann. Oh, Body Slam. Nicht schön. So was mit Fliegen. Denn Flügelschlag macht kaum Schaden. Ja, aber Fliegen macht leider auch nicht so viel. Kratzer. Okay. Rokzuki vielleicht. Wir bleiben bei Rokzuki. Weil es unsere einzige Chance ist, da so ein bisschen Damage zu drücken. Vielleicht ist es. Ja, sehr schön. Giovanni wurde besiegt. Ah, wieder verloren. Verdammte Mist. Du hast unsere Übernahme des Hilf Corporation vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Sakura, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutze des Team Rockets da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Naja, Giovanni hat sein zweites Mal versucht. Gescheitert. Und Sylph Corporation ist hoffentlich... Warum ist er ein Po... Was? Warum?
Muss ich nun. Nein. Wir danken dir für deine Heldenmut. Du hast uns alle gerettet. Danke. Kein Problem. Ich danke dir für die Rettung der Sylph Corporation. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz großer Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich möchte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Oh, wir halten den Meisterball. Okay, er sagt nichts weiter dazu. Ich glaube nicht, der Meisterball ist der einzige, den sie bis jetzt, also das einzige, die einzige, sag schon, der einzige, den sie erstellt haben bis jetzt. Und den haben wir bekommen. Ob wir brauchen werden? Mal sehen. Ich hoffe nicht. So, damit haben wir auch die Sylph Corporation komplett abgeschlossen und Team Rocket ein zweites Mal in die Flucht geschlagen. Denn und damit können wir uns im nächsten Part auch schon in Safrona City weiter umschauen. Denn wir haben hier noch eine Arena, die wir die wir machen müssen. Und die werden wir uns im nächsten Part verknüpfen. Das soll es für heute gewesen sein mit Let's Play Pokémon Rote Edition. Wir haben rechtlich was geschafft. Wir haben die Sylph Corp gerettet. Giovanni aus der Flucht geschlagen. Und. Oh. Nicht? Das ist doch schon mal viel wert. Vor allem, dadurch haben wir jetzt Team Rocket ein letztes Mal besiegt und hoffentlich werden wir dieses Dreckspack nicht nochmal begegnen. Wie gesagt, das soll es gewesen sein mit Let's Play Pokémon Rotation. Bis dahin, ciao!